Hi Leute, heute gucken wir uns das mal hier im Hardcore-Test.
voll in die Sonne geht's noch. Ich habe das extra in die Schatten gestellt. Ja, der ist so wackelig. Der stabilische Tag auch schon in der Tisch. Brauchen neue. Das ist halt kein ewig Haltbarkeitsgrill. 20 Euro. Der hat 20 Euro gekostet. Ich habe nicht gewusst, dass das Wetter heute so ist, hat ja die ganze Woche geregnet. Und dann mache ich so Briketts oben drauf. Aber die brennen ja nie ohne Holz. Ja, aber die Stumpfe haben wir schon wieder. Ich nehme immer ein bisschen Anzünder, dann die normale, kein Brikett, sondern die normale Holzkohle, weißt du? Habe ich aber keine. Ich habe jetzt nur Briketts und die brennen überhaupt ja, nicht. Ja, und dann tue ich erst die Briketts auf die... Na, kommt da zum Brennen, oder? Ich kann schon rein. Die Tobi. Hä? Wo du die was gekillt hast? Ja. Also geht eben das Mäschchen, oder? Aufstehen und machen wollen sie nichts. Wo haben wir gegrillt? Die Pingst weht im Hochhaus. Sehr oft. Ja, da war ich oft. Ich muss es aushalten, sonst ist es Schrott. Dann schicke ich es zurück. Das Grüne ist ein Kälterwagen. Das ist viel zu viel Hitze, was du da machst für das Grill. Ja, hallo, das ist ein 20-Euro-Grill und der hat schon 3 Jahre kalt. Das ist doch gut. Ja, da ist der beste Tag auch. Ja. Ich kaufe mir neue nächstes Jahr. Aber das hier wird er auch noch halten. Ja, wer soll denn das sein? Es gibt hier nur einen. Gut, der Krach hat die nicht von wo der kommt.
Oder kann man nicht motzen. Das Teil ist gut.